What's up, Leute? Wir sind wieder eure Heroes of Gaming. Mit dabei heute wieder der Levin und der Lukas. Hallo. Und Hallo. Okay. Und wir haben ganz schön viele. Alter. Was denn? Sind das viele Villager? Ich brauche nur einen. Ja, du kannst mir auch gerne einen geben. Ja, musst du die abholen, ne? Du weißt ja, wie man die transportiert, ne? Alter! Ah, Mama! Mich greift ein Golem an! Ja, du darfst dich nicht schlagen. Alter, mich greift ein Golem an! Oh! Hilfe, ich krieg den nicht down! Ich hab doch nur... Bist du auch wütend? Ja, komm, helf mir! Ich hab angegriffen... Ich hab einen angegriffen. Ja. Oh! Hello. Ich muss erstmal fressen. Ich hab keine Waffe mehr. Wie viel Leben der hat. Alter. Das okay, war heftig. Kann ich mir eine Spitzhacke machen. Da habt ihr schon Hühner. Nein, leider nicht. Nein. Aber ich hab zwei Eier. Okay, jetzt müssen wir irgendwie die Villager da so wieder rausbekommen. Ja. Ich würde aber erstmal sagen, wir gehen in die Höhle. Ich habe nämlich gar nichts mehr an Eisen oder sonstiges. Ich habe so eine schlechte Internetverbindung, ich kann noch nicht mal eine scheiß Kiste öffnen. So, wegen mir könnt ihr gerne Eier sammeln. Warum laufe ich wie in Zeitlupe? Alter, ich habe so schlechtes Internet, das ist nicht mehr feierlich. Ich laufe bei Qualität vom TS runterstellen. Kannst die Qualität vom TS runterstellen. Ja, aber das bringt mir ja nichts, weil... Ich hab noch nicht mal Kisten öffnen kann. Der Felix ist genau das der Kabel, der fehlt, um eine Kiste zu öffnen. So, ist jetzt die Frage, ne? Wie kriegen wir jetzt die Villager hier raus? Oh, schlecht. Ich brauche erstmal eine Spitzhacke. Ich gehe auf jeden Fall jetzt. Ist ja schon irgendwas drin gelandet? Die Frage mich eher, wie mache ich mein Internet besser? Nein, das dauert noch. Ich bin gerade noch was am Hochladen. Auf was habt ihr eure Sichtweite eigentlich? Auf hoch. Ich meine auch auf Richtfeld meine ich. Normal. Ja, was ist normal? Mitte. Mitte? Also... Ah, normal. Ah, jetzt renne ich auch wieder. Oh ja, Alter, drei Eisengolems. Ja, was ist Fortune auf Deutsch? Ja. Ich hab Glück 1 auf meiner Spitzhacke. Ja, schön. Ich glaube, das hier oben. Dann habe ich noch, Moment, weil auf meiner Spitzhacke ist Effizienz 2, Unbreaking 2 und Fortune 1. Okay, wie kriege ich die Villager jetzt hier in ein anderes Gehege? Ich gehe arbeiten. Ja, ist klar. Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Bam, 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 bam. Bam, bam. Also Eisengolems kann man einfach so töten. Ohne dass die dich hauen. Nein. Doch, eigentlich die ganze schon. Zeit. Wenn du, Das ist nur kein Dings, aber... Also ja, hallo, warum tötest du die denn? Nein, habe ich nur getötet. Weil ich so beschütze. Der greift mich an. Nein, die beschützen. Ja, die ja doch, die töten Mobs. Ohne Witz, die nerven mich so. Ja, nimmst du Weihnachten? Nimmst du so einen geilen. Schon. Ja. Willst du mir mal helfen, hier die ganzen Türen abzubauen? Oh, ich wollte eigentlich gerade meinen gehen. Letzte Eisen hast du ja verbraten für die Dings. Ja, dann töte ein paar Iron Golems. Ich sag. Nein, ich geh gleich einfach mal hin. Nee, der Levin darf die nicht töten, weil er nichts dafür getan hat, dass die spawnen. Was hast du denn dafür gemacht? Das sind meine Golems. Unsere Golems schon. Ja. Wohnen die immer wieder oder wie? Ja, klar. Aber jetzt ist einer böse auf mich, weil ich einen Villager gehauen hab. Darf ich den töten? Nein. Ja, du würdest ihn auch töten. Ja.
Du bekommst Eisen, das ist mein Eisen. Scheiße, ich finde mein Haus nicht mehr. Ich habe jetzt so lange Minecraft drin, jetzt haben wir so lange nicht aufgenommen, jetzt finde ich das Haus nicht mehr. Was heißt denn so lange? Wir haben schon so eine Prismanmaschine. Ja, wir haben eine Wasserfestung gefunden, aber sind da mehrere Male dran gestorben. Wie viele Golems darf ich töten? Alle? Ich spawn noch eh alle neu. Ja, nach und nach. Ich stand hier bestimmt 2-3 Stunden AFK nebendran rum. Ich glaube, ich ziehe um. Warum? Mir gefällt die Lust hier nicht. Meine Birne, die ist groß. Das bin ich nicht. Ja, warum nicht? Das Tolle ist, wir haben hier jetzt ganz viele unterschiedliche Angebote. Ja. Der hat ein bisschen übertrieben mit den Türen. Oh, Villager. Was? Ja, Alter. Ja, die denken, die Villager, das hat der Rod mir auch schon erklärt. Die denken dann, Alter, der Golem greift mich an, weil ich einen Villager angegriffen habe, gerade beim Abbauen. Oh, jetzt habe ich einen getroffen. Die Villager denken dann, dass das größer wäre als die Population, darum... Dass das Dorf größer ist als die Population, genau. Das Pseudodorf. Boah. Ach, die zählen das echt an Türen? Ja! Scheiße. Ich sterbe. Wow, hat der mich gebissen. Der hat mich aus dem Ding. Rausgezogen. Fuck you. Oh oh. Oh, Combo Hit. Ah, ich warte. Fertig. Oh. Also, ich verstehe euch gerade gar nicht. Ja, und jetzt wurde ich erst geschlagen, super. Oh Mann, ich hasse solches Kack-Internet. Oder wahrscheinlich war das der. Wiederbeleben, los! Ich kann nicht wiederbelebt werden, weil schlechte Internet. Warum nicht? Echt jetzt? Menno, ey. Ich glaube, ich mache hier mal kurz einen Break. So, da sind wir wieder. Ich hab's. Ah, ja. Internet so schlecht. Ja, weil ich gerade noch die MW2-Folge für heute hochlade. Alter, das ist Internet. Du mal gerade ab. Nee, ja, super, dann kann ich wieder komplett von neu anfangen. Ich frage mich ja, wo meine ganzen Sachen sind. Wie lange sind. Die hat der Levin aufgesammelt, weil der Schiss hatte, dass die despawnen. Ja, ich packe die gerade alles wieder in die Truhe. Also, wie lange dauert denn das Hochladen noch? 11 Minuten, aber ich bin gerade am Zocken, das heißt wahrscheinlich etwas länger. Ich kann schon wieder keine fucking Kiste öffnen. Ja, 11 Minuten geht ja voll hat klar. Hat dir da alle deine Sachen reingepackt? Ja. Ja, durch. Mann. Ich glaube, der hier war das, der mich so penetriert hat. Immerhin hab ich da. Hey, es ist schon mal einfach. Connection oh Mann, das Internet fuckt mich so sehr ab. So, da sind wir wieder. Ich habe keine Höhle gefunden. Ich bin schon und riech nach Maggi. So, Mag wie Leben, kriegen wir jetzt... Tag mit Maggi durch. Wie kriegen wir jetzt die Villager hier rein? Mhm.
Was ist das denn für eine pädophile Spinne, Alter? Weiß einer von euch, wo ein Schneebiom ist? Nein. Leute, hier steht ein Villager mitten in der Wohne. Oh Mann, der soll mal hier rüber in das andere Gehege. Los. Hast du keinen Lapu-Lazuli? Lapis-Lazuli ist, glaube ich, leer. Hast du leer gemacht, oder wie? Weiß ich nicht, wer das leer gemacht hat. Ist auf jeden Fall leer. Jetzt aber nicht schön. Wenn du bei mir in meinem Haus bist, dann kommst du. Ja, musst ich aber nochmal zurücklaufen, um zu verzaubern. Ja, musst ja nicht. Wie weit ist eigentlich der Tunnel jetzt, die Eisenbahnschienen? Ich bin umgezogen. Stimmt, weil ich bin gerade im Umzug. Nimmst du wenigstens die ganzen Schienen mit? Ja, mach ich sogar. Wo ziehst du denn eigentlich hin? Wenn du aus deiner Haustür guckst, siehst du es. Vordere Haustür oder hintere Haustür? Geh mal zur Schweinefarm. Hier ist meine Schweine. Ach, da. Oh, ja, wahrscheinlich in da, ich sehe es. Kuck, kuck. Hier kommt meine Bronze. Okay, Sean, ich werde das jetzt so machen. Ich werde jetzt nur ein paar Villager rüber drücken. Ja, in das zweite Gehege. Ja. Und den Rest werde ich einfach killen und dann sollen die sich neu fortpflanzen. Ich baue mir jetzt auch ein Haus irgendwo hier. Dann baue ich mir jetzt hier, weil das ist mir jetzt zu weit weg, immer zu mir zu laufen. Ich sag jetzt einfach, ich gehe jetzt hier auf den Berg, baue mich da rein. Das kann ich schon schauen. Das ist genau das, was ich von Anfang an gesagt habe. Geht nicht zu weit weg. Ja. Ja, wir haben dadurch immer noch keinen. Ich finde sowas immer etwas, weißt du? Stimmt. Ja, dass man vorher nicht über seine Entscheidungen nachdenkt. Ich habe über meine Entscheidung nachgedacht. Ach komm, ich will ja immer noch dahin, aber ich sag jetzt einfach nur, dass ich dann erst nachher, wenn ich... Man kann ja zwei Häuser haben. Ja. Ja, zu mir geht mir jetzt auch die Eier. Ja, egal. Ja. Alter, ich habe gerade gekriegt ganz schön viele Nachrichten von Half-Life, von wegen New Game. Achso, vielleicht werde ich Minecraft das gerade runterlegen. Ich habe eine Idee, wie ich die Villager hier rauskriege. Ich lade auch gerade noch während wir zocken runter. Ja, Upload und Download ist was anderes, habe ich gerade eben schon mal gesagt. Ja, tut mir leid. Ja, tut's dir eh nicht. Das sagst du jetzt nur so und dann in 3 Minuten bist du wieder voller Bongo, Alter. Ich weiß. Ich weiß nicht, wenn man zockt, wird dann der Download verlangsamt oder? Alter, was für ein Chaos ist, ohne Witz. Ich krieg die Krüte. Ich hab jetzt noch über einen Stack Lapislazuli zuzulieren. Ich bin immer so geil, wie der Lukas das sagt. Lapislazuli. Lazuzuli. Das erinnert mich an Zutzeln. Von der Zutzelwurst, wie du das schon mal. Nee, echt jetzt, ne? Das ist so mein Wort, was ich damit verbinde. So. Kommt ja jetzt hier der scheiß Zombie hier rein. Dun, 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 dun. Timo, was? Kannst du mir mal der Service bei Nitrato, ne? Ja. Da gibt's eine Minimap. Map von der Welt. Kannst du mir die mal geben? Vielleicht kannst du mir den Link davon mal geben. Ist doch nicht einfach. Nee, ich glaube eher nicht, dass es jetzt gerade geht. Nee, aber nach der Folge oder so. Guck ich gleich mal. Ja, danke. Ja, weil dann könnte ich mal noch ein Schneebiom Ausschau halten. Das haben weißt wir alle noch nicht entdeckt. Wie groß die Savanne ist? Wir sind schon so weit gereist, wirklich. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Und ja,
haben nichts anderes gefunden außer Savanne und da klingelt das Telefon. Nö, ne, der hat mich schon so deswegen angerufen, um den Klingelton zu hören. Ja, das ist leider wahr. Klingeltöne sagen so viel über Menschen aus. Aber eigentlich nicht so. Ja, gar nicht, Mann. Wenn man Klingelton hörst. Alter, hallo, wenn man. Handy? Oh mein Gott, geht mir das hier alles auf die Eier, dass ich das hier alleine machen muss, obwohl wir zu viert sind. Wobei denn? Ja, ich kann dir gerne helfen, wenn ich nicht irgendwie gerade Essensprobleme hätte. Und gerade ein kleiner Zombie hinter mir ist. Ich bin weit unter der Erde. Ja, ich komm dir helfen. Wir müssen irgendwie die ganzen Villager dazu bewegen, wieder hier reinzugehen. Komm, kleiner Villager! Komm, kleiner Villager! Komm, kleiner Villager! Vor allem müssen wir die vor den Zombies beschützen, wie die ganzen Zombies einfach hier reinkommen. Ihr könnt schlafen gehen, weil ich hab ein Bett. Müsst mir nur sagen, wann ihr schlafen geht. Du musst doch einfach nur eine Tür dahin bauen, dann gehen die doch automatisch da rein. Hier müssen mehr als. Hier müssen mal mindestens zwei Villager rein. Alter, ich geh drauf. Wie viele sind denn in deinem Haus? Ja, das ist eben das Problem. Das geht mir so hart auf die Nüsse. Und hier laufen aber die Zombies in der Karawane hinter den Villagern her. Hä? Bei mir ist noch Tag. Ja, bei mir wird gerade wieder Tag. Lol, bei mir ist die ganze Zeit schon Tag. Bei mir brennen auch alle Zombies da. Ja, es ist wieder Tag, hab ich gerade gesagt. Ja, okay. Das Geweine. Krakatoa. Am besten wäre, wenn jetzt wieder Nacht wäre, dann müssen wir kurz von meinem Haus alle Türen wegmachen. Und dann sollten die eigentlich in dieses Türengehege gehen. Muss das nicht sogar ein abgeschlossener Bereich sein? Da muss nur ein Dach drüber sein. Ein Dach und eine Tür erhalten die für ein Haus. Die ganz schön, also die sind ganz schön doof. Ja gut, dafür, dass das jetzt PCs sind, ne? Die nicht viel können, außer ein bisschen handeln. Und das müssen die ja noch nicht verkaufen, wir handeln ja quasi. Oh. Wir müssen ja nur das Angebot haben. Wir müssen nur das Inventar von denen öffnen, mehr nicht. Die sind eigentlich so quasi Truhen. Laufen, die sind so schlauer, ne? Da gehen doch schon ein paar Stück rein. Weißt du, was bei Minecraft richtig geil wäre? Laufende Truhen? Ja, die hinter dir herlaufen. Gibt's einen Mod für. Ja. Gibt zwei verschiedene Mods. Das gibt's einmal ja, bei Thaumcraft 4. So Beine, weißt du, da haben die so Beine und Arme und dann laufen hinter dir. So, ja, das gibt's einmal bei Thaumcraft 4 und das gibt's bei Extra Utilities bei irgendwelchen Modpacks halt. So. Ich mach jetzt wieder Nacht. Hast du irgendwie ultra rare die Diamanten eingestellt oder so? Nein. Gar nichts eingestellt. Time set night. So, jetzt sollten ja eigentlich möglichst alle in dieses Hausgehege da, in die Türengehege gehen. Leute, so schwer ist das doch nicht. Guck mal, hier ist doch. Wenn ich euch jetzt hier aufhau, WE geht da nicht rein.
Jo, jo, jo. Und warum sammeln die sich denn genau hier? Das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Brauchen wir Gold? Ja. Vielleicht halten die das für ein Dach oder so? Oh, knack. So, jetzt haben wir hier 4 Stück drin, oder was? Dann schlachte ich jetzt einfach die anderen ab, scheiß drauf. Ich kann nicht mehr. Gib mir so viel Eier mit den Geräuschen. Lukas, warum hast du eigentlich gefeiert, dass unser Sportlehrer Star Wars geguckt hat? Du hast es gefeiert. Hab ich nicht. Natürlich. Ich hab den auch gefragt, ob er den Unterschied zwischen Ewok und Wookie kennt. Den Lukas ja eindeutig nicht kannte. Lol. So, jetzt brauchen wir noch einen Eimer. Aber der Lukas, er weiß ja immer, hackt ja auf mir rum, ja? Und jetzt können wir mal sagen, Lukas Y. Ja, so geil, weißt du. Wir spielen eben gerade Counter-Strike. Und alle Gegner, also die ganzen Gegner gehen zu B. Lukas schreit ich schrei in den Chat so, also schrei push the talk so B, ja? Also B, ich schrei so B, B, B und Lukas so macht den Team Chat an, ja? Also Team Talk und so schreit Y. Spasti. Ohne Witz, hat noch jemand 3 Eisen? Nein, ich bin pleite. Du hast doch eben wir hatten das ganze Eisen von den Villagern, von den Kolabs eingesammelt. Oh, ich hab glaube ich noch dein Eisen. Komm mal zu mir, dann gebe ich dir das. Under the world. Das habe ich dir vergessen zu machen. Ja, wo bist du denn bitte schön? Ich bin neben Lukas Haus. Lässt du dich da jetzt auch nieder? Lukas macht gefälligst die Tür zu, wenn du gehst. Ich baue mir jetzt ein kleines Haus, dann baue ich irgendwann baue ich dann so eine mega Schienenverbindung zu mir. Wollen wir gleich eigentlich eine Runde Modern Warfare oder? Ich muss ja gucken, ich muss auch noch kochen heute. Machst du sonst auch? Machst du sonst auch, Mama? Ja, ist doch so. Ja, ist auch so. Also. Ja, also. Das machst du wieder ordentlich. Lukas? Was? Das machst du wieder ordentlich. Ich? Was hab ich denn gemacht? Levin, das war's. Ich bin hier hinten bei Shorts Haus gewesen, hab mich da verkrümelt. Was denn? Da kann doch jetzt ein Creeper einfach so aus heiterem Himmel hochgegangen sein. Der Levin stand da nicht dran und Lukas hab ich da in der Nähe gesehen. Ich war bei Shorts Haus. Ja, der ist ja auch in der Nähe von Shorts Haus hochgegangen. Wo ist der hochgegangen? Irgendwo ist der hochgegangen. Also ich bin bei mir. Zwischen Levin und Sean. Also ich bin hier gerade am Haus. Ja, der ist hier hochgegangen. Was machen hier so viele? Ah, erstmal zu Levin gehen. So. Wie mach ich das denn jetzt am besten? Wie du das am besten machst, ist ja uns allen nicht. Das ist jetzt aber ein bisschen kackiers. Lukas, du hast einen Pfeil in der Schulter stecken. Ich finde einfach gar nichts. Gar nichts. Außer ein bisschen Redstone.
Was sagt die Uhr eigentlich? Die Uhr sagt 10 nach. Die Uhr sagt, das heißt eigentlich schon bis tschüss. Trotz Unterbrechung. Müssen wir gerade noch Haier machen gehen? Ach, so. Ja, bis tschüss. Geht gerade schlecht. Tschüss.